Meinen Fehler bei Alibaba werde ich heute mit euch besprechen. Vor 2 Wochen hatten wir bereits den chinesischen Markt mit dem Hang Seng angeschaut. 2 ETFs haben wir besprochen. Ja, und was soll ich sagen? Die beiden ETFs sind schon sehr gut angesprungen und doch kam die Nachfrage, was macht Alibaba und so weiter. Von daher schauen wir uns heute Alibaba an. Zuletzt besprochen vor 14 Monaten und da zeige ich euch auch meinen Fehler. Servus, Grüße, Hüttmer, Moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und wir betrachten heute im Schnelldurchlauf die Alibaba-Aktie. Wo kommt sie her? Wo soll sie hin? Wie viel Potenzial hat sie? Und das schauen wir uns natürlich wie immer am Chart an. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und macht natürlich die Glocke an. Dann kriegt ihr immer die aktuellste Information sofort ausgeliefert, sobald es hier auf dem Kanal veröffentlicht wird. Also rüber an den Chart. Ja, vor 14 Monaten haben wir die Aktie zuletzt besprochen und zwar am 25.03. Das ist hier diese blaue senkrechte Linie. Und ihr seht, wir sind damals in eine Seitwärtsphase rübergegangen. Dennoch habe ich damals gekauft und das war eigentlich auch mein Fehler. Wir sind, also es war kein Fehler, aber zumindest war es eine 14-monatige Kapitalbindung. Denn wir hatten hier im Rücklauf des 61,8er überschritten, sind in den Bereich genau zwischen den 61,8er und 78,6er rein und dann begann die Seitwärtsphase. Ich habe damals gesagt, ja, meine erste Position gehe ich ein. Mittlerweile bin ich aufgestockt, bin über 2% und wir werden jetzt diese Woche auch den EMA 50 nachhaltig mit einem Wochenschlusskurs darüber übertreffen und damit auch den Ausbruch bestätigen, sodass jetzt für langfristige Investoren die Alibaba-Aktie sehr interessant ist. Okay, wo kommen wir her? Wir haben in 2020 eine übergeordnete Welle 1 abgeschlossen. Das könnt ihr auch im alten Video, da bin ich sehr ausführlich drauf eingegangen, besprochen. Im Runterlauf haben wir eine Welle 2 abgeschlossen und haben dann, das ist jetzt die kritische und strittige Frage. Haben wir hier eine Welle 1 oder A, hier im Runterlauf eine Welle 2 oder B und hier im Hochlauf erwarten wir jetzt eine Welle 3 oder eine C. Zielbereich sind $169,32. Also von daher ist noch genug Platz. Wie viel das Chancen-Risiko-Verhältnis ist, gucken wir uns gleich an. Was hat sich aber in den letzten 14 Monaten geändert? Ja, die Marktkapitalisierung ist gesunken, ja, zum damaligen Stand. Und wir hatten eine Marktkapitalisierung von 232 Milliarden minus 60 Milliarden Cash, 171,7 Milliarden. Jetzt war das Unternehmen in den letzten paar Quartalen nicht untätig und wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 186 Milliarden, haben einen Cashbestand von ungefähr 85 Milliarden und der kam ja jetzt erst raus zum 31.03.2024. Das wurde im Laufe der Woche veröffentlicht, sodass wir jetzt eigentlich das Gesamtunternehmen für gut 100 Milliarden US-Dollar einkaufen können. Und das ist ja eines der größten Unternehmen auf dem chinesischen Markt, was wir hier deutlich günstiger als ein Apple, also ein Apple und ein Ei, einkaufen können. Und das ist eigentlich das Interessante, weil niemand wollte chinesische Aktien. Ja, jetzt kommen natürlich die geopolitischen Komponenten. Okay, das gebe ich zu. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Die Chinesen haben immer noch 767 Milliarden Staatsanleihen der USA, reduzieren das ungefähr um 10 Milliarden im Monat. Das heißt, die brauchen noch, ja, bis zum Jahrzehntsende, wenn die so weitermachen, bevor sie sich Taiwan schnappen können. Von daher, das habe ich im Blick. Solange können wir Alibaba spielen, solange es keine geopolitische Eskalation gibt. Und dann, wie Gazprom gegebenenfalls gecancelt wird, da haben wir aber noch genügend Zeit und spielen jetzt auch die Aktien weiter, ich zumindest. Aber wer Rendite will, der muss auch Risiken eingehen. Wir haben jetzt aktueller Stand, kostet die Aktie 88,79. Wir müssten uns ausstoppen lassen bei dem Tief vom April bei 68,36 und haben dann eine Chance aufwärts bis 169,32 und das macht ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3,93 zu 1. Perfekt, weil wir brauchen Minimum 3 zu 1, weil es geht ja nicht jeder Handel an der Börse auf. Aber mit diesem Chancen-Risiko-Verhältnis
mit dem Erreichen hier im Hochlauf Minimum erreichen, falls es eine ABC ist, reicht uns das vollkommen aus, um hier in diesem Markt für die nächsten Monate und vielleicht auch 2, 3 Jahre drin zu bleiben. Wir haben dann hier auch sogar noch eine große Kurslücke, die damals aufgerissen worden ist im November 21. Da hatte sich ja der damalige CEO so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und war dann auch eine kurze Zeit verschwunden, weil er gegenüber den Machthabern in China sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, sagen wir es so. Und diese Kurslücke wird dann in diesem Hochlauf, entweder der 3 oder der C, geschlossen werden. Auf diese kleinteilige Analyse können wir gerne zu einem späteren Zeitpunkt reingehen. Es geht ja hier erstmal nur um das Langfristige für die, die das gar nicht jeden Tag handeln wollen, sondern einfach, ich will die Aktie haben, ich halte die jetzt ein paar Monate und dann gucke ich wieder rein und setze mir einfach den Stop-Loss hier unten. Dann fliege ich halt raus und habe dann 1% von meinem Portfolio verloren. Ja, das ist ja immer der Hinweis, maximal 1% verlieren. In dem Fall hätten wir die Chance, aus 1% 4% zu machen, beziehungsweise 3,9% Wertzuwachs nur mit einer einzigen Aktie. Dann hoffe ich, diese kurze Sichtweise hat euch gefallen. Das übergeordnete Chartbild, wenn ihr es tiefer haben wollt, gerne nochmal unten drunter schreiben in die Kommentare. Ansonsten hören und sehen wir uns natürlich an diesem Wochenende wieder. Melden wir ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.